Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life. Ich habe jetzt nicht nur nachgeguckt, wie es geht, sondern tatsächlich hatte ich das Spiel durchgespielt und irgendwie ab dieser Episode haben die Aufnahmen angefangen rumzuspacken. Das heißt, ich nehme jetzt mit anderen Einstellungen auf. Das heißt, ich weiß jetzt auch an anderen Stellen, wenn ich mich dran erinnere, wie es weitergeht. Tatsächlich ist die Lösung so, dass es hier einen Turm gibt. Es gibt noch einen anderen Abschnitt, wo man hin kann. Dort ist ein Turm, in dem ein Drehrädchen ist und damit kann man diese Klappe hier öffnen. Das heißt, wir müssen erst einmal zurück zu unserem grünen Freund hier. Und nun ist hier der Durchgang dorthin, wo wir hingegangen sind. Und hier ist direkt ein weiterer Durchgang. Und der führt uns tatsächlich zu ein paar weiteren Soldaten. Und diesem Turm. Und in diesem Turm ist das Objekt der Begierde, das Drehrädchen, mit dem wir diesen... Es ist von dieser Stelle aus, das ist, wo wir herkommen. Es ist von dieser Stelle aus dieser Eingang hier lang. Und ich dachte immer, das wäre der gleiche Weg. Und es geht zu diesem Turm hier. So. Und zwar ist hinter diesen Felsen ein Soldat. Deswegen schleiche ich mich jetzt hier so an. Wie gesagt, ich weiß jetzt tatsächlich sehr vergleichsweise genau, was zu tun ist. Ah, ich bin wieder zu langsam gewesen. Stelle, die ich nicht leiden kann. Der hat sich selber in die Luft gejagt. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt tatsächlich und hatte eigentlich nur geschnitten die ganze Zeit. Ich bin aus der Übung, aber tatsächlich weiß ich, ich hatte auch an der Stelle Probleme beim ersten Versuch. So, einmal nachladen. Ich habe tatsächlich bei der letzten Aufnahme, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen, mit dem man ein Symbol an die Wand schmieren kann. Bei der letzten Aufnahme habe ich tatsächlich mehrere Anläufe hier gebraucht. So. Ihr habt gesehen, da war eine Mine. Da gehe ich nicht hin. Das ist, wenn man hier so durchgeht, meint man, will von hinten kommen. Dann kommt man zu der Mine und wird in die Luft gejagt. So, wieder an dem hier durch. Hier geht es also zu unserem grünen Freund. Einmal speichern. Zu dem grünen Freund. Dann wollen wir bei dem gar nicht großartig viel machen, sondern wir gehen direkt weiter zum nächsten Abschnitt hier drüben, zum Minenfeld und hüpfen mal direkt von hier wieder aus dem Minenfeld raus. So, gehen hier außen rum. Die beiden hatten wir ja hier schon in die Luft gejagt. Das heißt, wir können jetzt von hier problemlos da hinein und gegen die Leiter, damit wir nicht runterfallen. Einmal speichern. Sehr fein. So. Jetzt kann ich mich noch erinnern, hier bin ich hängen geblieben öfter. Und zwar in den Kurven, weil er jetzt hier irgendwo lädt. Und dann hat er geladen und man ist hängen geblieben. Das heißt, hier musste ich auch mehrfach, genau an dieser Stelle. Ah, es hat direkt auch wieder auf Anhieb funktioniert. So, das ist die Musik, die kommt direkt, wenn man das Spiel startet, bei dem Valve-Logo. Diese Szene werden wir noch einmal sehen, aber nicht in diesem Spiel. Selbstschussanlage, ja, die muss ich erst sehen. So. Kein Problem. Kein Problem. Das hier, die Selbstschussanlage. Jawohl, das hat funktioniert. So.
So. Man sieht an dem Blut, dass wir treffen. Das ist halt. So. Da kommen jetzt noch einige Stellen, auf die ich keine Lust habe, muss ich gestehen. Da sind ein paar Stellen in dem Spiel noch, die nicht wirklich sehr spaßig sind. Ich lade. So. Könnt ihr? Nein, natürlich rennt er in die falsche Richtung, ist ja klar. Was passiert, wenn ich den jetzt noch da setze? Der rennt auch da weiter, na ja. Dann halt so. So, hier rum. Und runterfallen. Wie sich das gehört. So, dann noch einmal. Diesmal habe ich ihn gleich mit dem ersten Schuss gemacht. Mich hat eben das rote Symbol in der Taschenlampe gestört. So. Das war jetzt auch sonderlich unklug, tatsächlich. Nun gut, schauen wir mal. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Tatsächlich dachte ich eben, ich hätte die, die Pumpgun in der Hand und wollte ihn... hier ist noch eine... Eine Batterie. Nein, hier kommen wir nicht rum. Ich will das Risiko nicht eingehen, um die Brücke zu gehen. Ehrlich gesagt, nur für die Batterie. Die habe ich im letzten Spiel übrigens übersehen. So. Ich habe wieder gedacht, ich hätte die Pumpgun in der Hand und wollte den Doppelschuss machen. Jetzt nehme ich mal die Pumpgun wirklich in die Hand. Denn wir haben nicht viel. Nicht viel Energie. So, hier bekommen wir jetzt den. Ja, man hört schon. Den Raketenwerfer, weil wir jetzt gegen einen Hubschrauber kämpfen müssen. Auch kein großartiges Problem. Speichern. Und dann sollte das eigentlich klappen, denn. Wir haben ja den Raketenwerfer und drei Raketen und können immer wieder weg, bevor der Hubschrauber uns beschießt. Wir müssen nur einmal uns sehen, dass er hierher kommt. So. Jetzt müsste er eigentlich immer wieder zurückkommen. Okay, das hat er bisher letztes Mal nicht gemacht. Und er hält auch nur einen Schuss aus. Ist sehr fein. So. Hier können wir nicht durch. Dann gucken wir mal weiter. Erstmal hier nachladen. Müssen wir den richtigen Knopf finden. Er ist für Nachladen, nicht T. So. Und dann hier die Leiter hoch. Hoch, 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 hoch. So, wie gesagt, merkt euch diesen Bereich. Wir werden ihn im nächsten Spiel nochmal sehen. Nur aus einer anderen Perspektive. Hier sieht man schon, sehr hakelig die Steuerung. So. Dann geht's hier hoch. Und in dieses Röhrchen. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen Munitionsverschwendung. Mal gucken, da ist sonst nichts. Gut. So, dann zeige ich euch mal, was hier ist. Ich glaube, wir hatten letztes Mal viel weniger Lebensenergie, als wir hier ankamen. So, also hier sind verschiedene Stellen, wo ich nach oben kann.
Und überall sind Soldaten. Okay, so, die schießen noch auf mich. Und hier ist auch ein Panzer, der von auf mich schießt. Und jetzt, nachdem ihr in ein paar Sekunden das gesehen habt, zeige ich euch einen Trick. Und zwar können wir hier durch. Hier in den letzten wieder rein. So, und jetzt weiß ich noch nicht mehr, ob es links oder rechts war. Nur dann kommen wir hinter dem Panzer raus. Und das macht uns das Leben um einiges einfacher. Weil uns da der Panzer nicht abschießen kann schon mal. Und der Panzer gleichzeitig eine Deckung bietet. Ja, genau hier. So, die wollen ja sich gegenseitig in die Luft jagen. Ich will da nicht wieder reinfallen. Ich will den abschießen. Hallo. Genau, jetzt muss der natürlich hier. Herrlich. Wisst ihr, genau in dem Moment, wo ich ihn abschießen will. Erst schieße ich daneben, weil ich zu doof bin. Und dann in dem Moment, wo ich ihn abschießen will, muss er natürlich genau nachladen, sodass ich fast drauf gehe. Das sind dann so Stellen, wo man das Gefühl bekommt, das Spiel will einen verarschen. Und die mich extrem rasend machen, ja. So, also wir sehen, hier ist nochmal Munition für den Raketenwerfer. Natürlich ganz klar, man will, dass wir das hier machen. Ich mache tatsächlich das hier. Oh. Oh. Okay, dann lade ich nochmal. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. So. Wichtig ist, wir dürfen hier nicht wieder in das Loch reinfallen. Ja, der schafft sich selbst ab. Das war ein Fehler. Echt jetzt? Alles nur, weil ich vergessen habe zu speichern. Bevor ich den Panzer angegriffen habe. Also doch Panzer mit Raketenwerfer verbinden. Okay. Wie gesagt, ich habe an der Stelle mehrere Anläufe gebraucht und ja, eben hat es eigentlich funktioniert und ich war dann ein Depp. Ja. Also muss ich jetzt auch mehrere Anläufe ertragen. Das Problem ist einfach nur bei dem Granaten werfen, muss ich immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Im besten Fall schmeißen die sich selber mit Granaten, weil die da eh nicht sonderlich gut ist, was die Granaten angeht. Das lief schon viel besser. Dann gehen wir jetzt mal den ersten Schritt her und laden unsere Lebensenergie auf. Einmal. Zweimal. Speichern nicht vergessen. Ein bisschen Batterie. Ich weiß es nicht auswendig, was in welcher Kiste ist, ganz ehrlich. Aber ich will jetzt hier einfach erstmal die Kisten abschießen. So, damit ist das hier alles wieder frei. Und dann gehen wir einfach her und machen jetzt hier den Weg frei. Keine Angst. Der Panzer hält einfach nur viel aus. Vier Schuss. Von denen wir drei wieder zurückkriegen. Schnell wieder verwechseln. Ich kenne mich. So. Die sind auch alle nachgeladen. Super. Jetzt kann ich euch hier nochmal die Gegend zeigen. So. Und dann machen wir hier auf. Und kommen zum nächsten Abschnitt, wo wir auch den Raketenwerfer brauchen.
Nämlich steht hier ein Panzer, der mit Raketen um sich schießt. Den können wir natürlich auch mit Raketen beschießen. Da habe ich tatsächlich eben nicht getroffen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Munition ich brauche, von daher mache ich erstmal so. Nämlich bis zum Einschlag hier stehen bleiben und wenn die Raketen hier auch explodieren, machen wir Flächenschaden. Und das ist nicht gut für uns. Kann sein, dass ich hier zum Beispiel hinter den Panzer geschossen habe. Die Rakete folgt immer dem. Ich glaube, jetzt ist er kaputt. Ja, die Rakete folgt immer dem Laser und wenn der Laser eben nicht mir auf den Panzer zeigt, dann fliegt sie auch von dem Panzer weg. So. Hier ist nochmal ein bisschen Bonus. Und Gegner. Ich stand genau vor ihm und habe ihn nicht getroffen. Das ist nicht allzu schlimm. Hier ist auch noch Lebensenergie. So, aber mehr ist hier hinten tatsächlich nicht. So. Stattdessen kann man hier, das habe ich beim letzten Spielen verpeilt gehabt, dann kann ich einfach gegen die Tür laufen und sie geht auf. So, jetzt lädt er den nächsten Abschnitt und dann gehen wir da mal hin. Bis noch direkt raus. Und da wird uns so ein Freund entgegengeworfen. Und so ein Freund. Den da. So. Und zwar haben wir hier Minen. Und die Minen können wir mit Hilfe von. Das zeige ich gleich mal. Erstmal machen wir uns hier den Weg frei. So. Und hier. Okay, das hat Schaden gemacht. Dann mache ich das anders. Hier den Weg frei. Und hier drüber, da auch. Und jetzt können wir uns hier den Weg frei machen. Und hier ist ein Sniper. Das weiß ich jetzt halt, weil ich die Stelle schon mal gespielt habe. Und den Sniper schon mal aus dem Weg geräumt habe. Weiß ich das auswendig, dass hier ein Sniper ist. So. Von dem wollen wir uns natürlich nicht treffen lassen. Hier sind jetzt die Minen. Tatsächlich gucke ich jetzt eben mal. Ich bin mir sicher, ob das jetzt die Stelle war, die ich im Kopf habe, ob wir hier einfach durch können. Nein, das ist tatsächlich die Stelle, die ich im Kopf hatte. So, bei den Minen können wir Folgendes machen. Wir können einfach Granaten werfen. Und die lösen dann die Minen in einem gewissen Umkreis aus. Und auf ausgelöste Minen kann ich mich draufstellen. Gut, das hat uns jetzt ein bisschen Schaden gemacht, nicht schlimm. So, und hier ist noch ein Sniper. Und hier ist das Interessante, den habe ich letztes Mal nicht töten können mit einer Granate. Und der kann mich auch hier über so unmögliche Winkel abschießen, was normalerweise so ein Sniper nicht kann. So. Nur um das mal eben zu zeigen. Ich lade jetzt wieder, weil ich ja Lebensenergie verloren hatte beim Zeigen. Ja, super. Also der kann wirklich sehr, sehr komische Winkel schießen. Eigentlich sollte das nicht gehen. Gemäß der Spielengine. Aber egal. Ich muss jetzt hier tatsächlich durch. Ich kann den Sniper nicht töten. Also muss ich hier so machen. Hier ist Strom. Den Strom kriege ich nur platt, indem ich hier jetzt das hinschieße. Dann muss ich gucken, dass ich von dem Sniper in Deckung gehe. Hey, du sollst... Ja, der sollte da gar nicht erst hochgehen. Und jetzt ist natürlich
der Speicherstand an der so gesehen statt. Also im Endeffekt muss ich die Granate genau hier hin tun und mich dann vor dem Sniper in Deckung bringen, denn jetzt ist der Strom aus. Und jetzt kann ich schnell versuchen, hier hochzukommen, was natürlich gewisse Steuerung scheiße ist. So. Aber hier müssen wir hin. So, ich konnte noch nicht mal von hier oben den Sniper abschießen, aber der kann auch hier oben schießen. Der konnte mich dann auch hier oben treffen. Aber ich kann jetzt hier, war das hier? Nee. Hier gibt es irgendwo ein Dings. Da ist ein Loch oben. Genau, da kann ich jetzt rein. So. Sind Sie nicht auf dem Weg zum Landerkomplex? Ich wollte ursprünglich selbst dahin, aber dann bin ich hier gelandet und habe, naja, einfach die Nerven verloren. Werfen Sie mal einen Blick durch die Tür da, dann wissen Sie, was ich meine. Ich werde hier ganz einfach warten, bis die Katastrophe vorüber ist. Und Mr. Freeman, tun Sie mir einen Gefallen, seien Sie vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. So, was könnte der meinen? Hier muss jetzt was sehr Gefährliches draußen sein. Einsammeln. Ja, Minen. Den wissen wir doch schon, wie wir umgehen müssen. Würde man meinen. Ich hoffe, das ist was mir das alles ein. So. Entschuldigung. Ja, doch. So, dann speichere ich, weil ich werde jetzt drauf gehen, werde ich euch zeige, warum die Minen nicht explodieren dürfen. Ich bin also weit genug weg, dass die Minen mich nicht töten können, aber ich sterbe trotzdem. Und hier geht alles hoch, wenn eine von den Minen hochgeht. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine Stelle, da müssen wir uns durchschleichen. An der Mine kommen wir, den Trick kennen wir schon. Ihr erinnert euch an die Explosivstoffe in der Wand, wo wir den Satelliten hochgeschossen haben. Kein Problem. So, einmal hier. Mal gucken, eine von diesen Kisten dürfen wir nicht zerstören. So, das war hier die, weil da ist eine Bombe dran. Wie gesagt, wenn eine von den Bomben explodiert, geht hier alles in die Luft. Und das alles sind diese Raketen hier. So, jetzt würde ich erstmal sicher gehen, dass die Headcrabs hier nicht in die Minen springen und mir die ganze Arbeit versauen. Und jetzt muss ich hier durch diesen Raum durch, ohne eine von den Minen auszulösen. Ziel ist tatsächlich nicht da reinzuspringen. Ziel ist tatsächlich hier oben dieser Raum, womit ich diese Plattform hochfahren kann. Da muss ich erst diese Kiste wegmachen, weil die sonst diesen Strahl hier kommt. Und dann kann ich von der hochgefahrenen Plattform hier reinspringen und diesen Aufzug verwenden. So, gucken wir mal, ob es hier rum war. Ich weiß tatsächlich hier die genaue Lösung nicht auswendig. Nein. Hier oben kann ich auch nicht. Wie war das? Sonst kann ich diese Kisten, da sind noch mehr Minen drin. Nee, das war echt nicht hier lang. Super Sprung. Gordon, du bist super. Das war der Sprung, den ich wollte. Jetzt ist hier oben, man hört es schon, hier ist noch ein Headcrab drin, den müssen wir schnell abschießen, bevor der uns auch wieder die Arbeit versemmelt. Speichern nochmal. Da ist er. Ja, wenn der oft aufgeschaltet wäre und hier hochgehüpft wäre in den Minenstrahl, dann hieße es Ende Gelände. Und ich Depp habe natürlich wieder vergessen, ich muss vorher noch runter. Ich muss erst hier den machen, weil die Mine sonst ausgelöst wird. So, oder? Dann haben wir noch gespeichert. Hier müssen wir nochmal springen. Dann können wir das aktivieren. Und können hier diesen Sprung machen. Den wir natürlich beim ersten Mal nicht schaffen, klar. So muss das. Aber beim zweiten Mal. Und damit haben wir den Aufzug ausgelöst. Der braucht ein bisschen.
Da hatte ich letztes Mal schon gedacht, das ging nicht. Und habe den tatsächlich irgendwie 5-mal ausgelöst und irgendwann ging es dann. Der fährt uns nämlich hier runter. Also ich ging tatsächlich erst davon aus, es geht nicht, und dann auf einmal fuhr er doch los. Da habe ich mich schon gewundert. Ich habe gedacht, so, ja, habe ich jetzt was falsch gemacht? Müssen wir nochmal zurück, und wir können ja gar nicht zurück. Jetzt haben wir es. Keine Ahnung, was ich anders gemacht habe als vorher. Und hier kriegen wir jetzt eine interessante Waffe. Das ist eine von den Alien-Waffen, die ich eigentlich sehr mag. So. Die hier. Oh, dich wollte ich nicht. Die hier lädt automatisch nach. Hat 8 Schuss. Ich habe ihn abgeschossen, also schießt er mich jetzt auch ab. Tatsächlich gehe ich jetzt hier und lade einfach nochmal. Hey, Gordon. Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. So. Echt jetzt. Falsche Waffe gewählt. Ja, da kommt noch einer. Nachladen. Der will mich locken. So, jetzt aber. Ich will mal gucken, ob hier was in den Kisten drin ist. Heilung, Heilung. Munition. Heilung. Heilung. Munition. Schöne Munition. Okay, ich werde Deckung geben. So, wenn ich mich nicht irre, ist hier eine Selbstschussanlage drin. Nein. Gut, dann war das ein anderes von diesen Autos mit der Selbstschussanlage. Aber ich habe sehr viel Munition für diese Waffe bekommen. So, das war ein Airstrike. Ja, jetzt weiß ich auch, was das hier für eine Stelle ist. Okay. Wir sind jetzt. Das ist die nächste Stelle, wo ich tatsächlich nachgeguckt habe, was ich machen kann. Und zwar wird hier ein Bombardement ausgeführt. Und nach dem Bombardement steht hier ein Panzer, der ziemlich gut schießt. Sehr schön. Bis später. Du bleibst jetzt mal hier. Und zwar muss ich jetzt den Panzer plätten. Und da hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich schaue euch mal an, wie ihr schießt. Die Möglichkeit gibt, hinter den Panzer zu kommen. Und jetzt kann ich ihn noch belieben mit dem Ding hier. Einmal. Zweimal beschießen und weg ist er. Ich habe tatsächlich diese Stelle 10-mal probiert gehabt bei dem ersten Aufnahmeversuch. Und jetzt kann ich hier unten erstmal nach Belieben die Kisten mir holen. Da oben sind zwar noch ein paar Soldaten. So, okay. Und oben.
um die Kisten. Aber der Panzer ist schon mal weg. So, gucken wir mal, was wir hier in Spoils kriegen. Ja, Heilung, Heilung. Fein. Nachladen. So. Man hört auch die ganze Zeit, dass weiter geschossen wird. So. Und jetzt würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich mache nicht den Fehler, dass ich nur einen Schnellspielstand nehme, sondern tatsächlich mache ich ein neues gespeichertes Spiel, sodass wir, falls die Aufnahme scheiße war, sie nochmal nachholen können. So, wir sehen uns also in der nächsten Folge von Panty spielt Half-Life. Ciao, miau!